Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Im letzten Part waren wir in dieser Stadt, haben mal kurz nach Cloud gesehen und ein bisschen was eingekauft. Und jetzt machen wir weiter ab zur nächsten großen Materia. So, und ich habe meinen Freund nochmal wieder dabei, den Solar Gaming, damit er mir mal sagen kann, wohin ich überhaupt jetzt fliegen muss. Ich glaube ziemlich geradeaus erstmal. Glaubst du? Du bist dir nicht sicher? Ich dachte, ich habe mir hier einen Profi eingeladen, also wirklich... Da ist schon mal dieser Turm, von dem ich geredet hatte. Habe ich dafür denn überhaupt genügend Geld? Das weiß ich nicht, das musst du gucken. Kommt drauf an, wie viel Kohle gesammelt hast. Oh, ich muss hier erstmal auch reden. Guck mal hier. Was kommt als nächstes? Sollen wir nach Fort Condor gehen? Ah, er fragt selber. Okay, sehr gut. Achso, das war jetzt nur ein Hinweis. Ich soll nach Fort Condor am liebsten von ihm aus. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 23.252. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein bisschen was. Ich weiß ja nicht, wie teuer das gerade ist. Das ist zu wenig. Du brauchst an die 80.000. Ja, das ist nicht gut. Du könntest aber stattdessen auch nach Yunnan fliegen. Genau. Ich glaube, der hat jetzt nur wegen Fort Connor Bescheid gesagt, so von wegen, weil du gerade da in die Nähe geflogen bist. Yunnan ist rechts. War ich mir gerade nicht mehr so ganz vorne einfach sicher. Lang. Das ist hier links. Über den Krater drüber. Links, da siehst du schon dieser. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay. Für mich sieht das zwar immer noch aus wie so ein Stück Schiffsmast oder so, was da rausragt, aber das ist eine Kanone. Mhm. Und du meinst, hier muss ich auch auf jeden Fall halt irgendwas machen und genau. Dann kriege ich da wieder eine große Materie, wenn ich die Aufgabe nicht verkacke. Genau. Warte mal, ist hier nicht sogar das U-Boot eigentlich dann später in dieser Schlucht hier? Genau. Das kriegst du nämlich in der Stadt. Ah, okay, das war das. Okay, dankeschön. Weißt du nicht, ob du jetzt schon hier hin kannst oder ob du erst Fort Condor machen musst? Ja, ich kann nicht rein. Oder doch? Ah, doch. Wollte schon gerade sagen. Gut, dann gehe ich noch mal kurz auf die Weltkarte speichern. Wenn ich nicht vergesse, dass ich hier jetzt hin wollte auch. Sid, bist du schon wieder so angeschlagen? Was ist los mit dir? Gehst du einfach mal kurz ins Gasthaus? Nein, das kostet Geld. Ja, definitiv. Ich muss doch hier sparen. Ja, Ausrüstung kostet eine Menge. Eben. Auch wenn ich ein bisschen Ausrüstung übrigens eben mal so außerhalb der Aufnahme verkauft habe. Die arme Ausrüstung. Tja. Und hier einfach sich umgucken und irgendwo kriege ich dann halt die Aufgabe quasi. Ja. Okay. Gut, danke, tschüss. So, was hast du zu erzählen, Oma? Man erzählt, Shinra sucht auf der ganzen Welt nach großen Materia und bringt sie nach Yunnan. Wenn sie sie nach Yunnan bringen, bedeutet das, dass sie ihre Flugzeuge benutzen. Ist das so? Ich glaube nicht, dass du mir was gibst. Du hast ja hier nur deinen Laden. Sonst rede ich am Schluss mit dir nochmal. Klar, lass uns ausruhen. Wenn wir unseren schlafen können, nochmal eben alles auffüllen, schadet nicht. Auch wenn ich gerade eben kurz nochmal Heilung benutzt habe, aber hey, ich kriege auch mein Mana wieder aufgefüllt. Von daher ist das okay. Sonst gibt es ja aber erstmal soweit nichts. Okay. Dass die Oma immer wieder hier kurz vor ihrem Haus startet. Schon irgendwie witzig. So, was ist mit dir? Wenn der Meteor aufschlägt, werden nicht nur die Fische, sondern auch der gesamte Ozean zerstört. Ja, und die gesamte Menschheit gleich mit. Oh, hier kann man gar nicht mehr runter. Die Treppe ist zerstört. Man darf nicht runter zum Fluss. Krass. Und hier ins Haus kann ich auch nicht. Lol. Oder? Warte mal. Nee, ist rot. Also ich meine, es ist nicht rot, besser gesagt. Ist einfach nix. Na komm, geh da hoch. Wer ist da? Wir haben Cloud gefunden. Ich bin so glücklich. Eines Tages werde ich Clouds Frau.
Das bezweifle ich mal stark. Also da musst du dich definitiv hinter Tifa anstellen. Aber süß, dass du ihn so sehr liebst und dass du ihn so toll findest und überhaupt alles. Sonst noch was? Ich habe beschlossen, Claes Frau zu werden. Ja, das wissen wir. Aber das kriegst du nicht hin. Sorry. Aber dass sie jetzt so Angst hatte hier wegen dem, was abgeht, dass sie sich direkt im Haus so versteckt hat erstmal so. Und gefragt hat, wer ist da? Ach, da vorne ist wieder einer von Shinra. Wahrscheinlich muss ich an denen vorbei. Ich glaube, ich habe Priscilla mal wie... Was? Ich glaube, ich habe Priscilla mal was wie Lebensdings sagen hören. Lebensgefährtin, meinst du? Wahrscheinlich. Hallo? Wenn du unbedingt den Aufzug benutzen willst, gib mir 10 Gil. Das ist ja nix, okay. Schnell rein mit dir. Aber ist ja süß, dass du mich einfach so durchlässt, ohne Kampf, ohne alles. Ich dachte schon, ich muss den platt machen, um den Aufzug benutzen zu können. Ich meine, vielleicht kann ich ihn auch platt machen, wenn ich sage, auf keinen Fall, aber ich glaube, dann passiert einfach gar nichts. Ich meine, 10 Gil ist echt nicht die Welt, ne? Von daher, das passt schon. Hier kann ich auch nochmal speichern, wenn ich will. Was ist. Nein, das wollte ich jetzt aber gar nicht. Hi! Shinra verwendet sie gerade, um die großen Materia von Coral-Reaktor, Hilfe. Und vom Ford-Condor-Reaktor zu holen. Die Gelnica fliegt überall herum. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nichts zu tun hat. Tja, armer Kerl, ne? Ah, das ist auch nur eine Kiste. Ah, ne, Quatsch, das ist ja... Ich verwechsel das jedes Mal. Das ist ja gar keine Kiste, das ist ja der Knopf für den großen Aufzug. Aber von hier haben wir ja das Luftschiff gestohlen. Das wird die jetzt dann platt machen, wenn wir hier... Okay, oder auch nicht. Hallo. Der Präsident sammelt sämtliche auf dem Planeten vorhandene Vorräte der großen Materia und will sie mit der Rakete auf den Meteor schießen, sag ich ja. Präsident Rufus ist anders als die alte Generation. Er wird unsere Welt mit Shinras geballter, modernster Technologie schützen. Schützen? Das glaube ich nicht. So heldenhaft ist der Präsident kaum veranlagt. Frieden ist das alles nur ein Spiel. Wer gewinnt, wer verliert. Ja, da habt ihr recht. Nein, ich wollte mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Die üben hier wieder diese Parade. Eines Tages werde ich diese Spezialformation in einem echten Kampf benutzen. Glaube ich nicht. Da, 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 da. Ach, dann kann ich mit dem zweiten vielleicht doch sprechen, wenn ich hier am Rande vorbei kann. Ich auch. Bis dahin übe ich weiter. Ja, na gut, dann übt mal schön fleißig weiter. Ist ja okay, sei euch gegönnt. Aber genau, hier zu den Läden wollte ich doch sowieso nochmal wieder hin, weil es hier interessante Sachen geben könnte. Da muss ich aber auch wieder Geld ausgeben. Ah. Naja, egal. Was gibt's denn bei dir, hä? Nur herein. Umschauen schadet ja nicht. Willkommen! Ich kann's einfach nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass es ein Ungeheuer wie Weapon wirklich gibt. Tja, das haben wohl viele nicht. Ja, aber... Obwohl... Ich könnte vielleicht noch eine hiervon holen für den Fall der Fälle. Sollte ich vielleicht, weil... Dinge... Schadet nicht. Wenn ich da so an bestimmte Dinge noch denke, ne, ist garantiert nicht schlecht, wenn das nicht nur einer kann, sondern vielleicht dann wirklich zwei. Was gibt's hier nochmal? Wir kriegen nicht... die kriegen mich nicht klein. Mich nicht! Die Rappen, der Meteor. Nicht mal schlechte Kunden kriegen mich runter. Was heißt denn hier schlechte Kunden? Du weißt doch gar nicht, ob ich was kaufe oder nicht. Aber die hat nur die schlechten Waffen außer für Sid. Da hat sie eine gute. Die
Dragonerlanze, aber die habe ich sogar schon. Aber die ist ja auch nicht nur gut, deswegen habe ich die auch nicht ausgerüstet aktuell. Beziehungsweise, weil ich mit meiner jetzigen Waffe halt noch das doppelte Wachstum habe. Ah, der Hund blockiert mich nicht. Okay, das ist gut. Oh. Ach, was macht ihr denn hier? Hey, belästige mich nicht. Aber ich wollte doch nur... Ich habe so das Gefühl, als könnte ich nicht mehr aufhören. Ach, hör auf zu quasseln. Sie haben mich reingelegt. Ich will auch in einer echten Schlacht kämpfen. Oh je, der muss hier also lauter Übungen machen und darf nichts Richtiges machen hier. Du hast keine Zutrittsberechtigung. Oh nein. Dann halt nicht. Tschüss. Da ist nichts. Hä? Mau? Ja, Mau. Süß. Ja. Ich frage mich nur, wo hier die große Materie noch sein soll. Aber das muss ich wahrscheinlich weiter und bin hier einfach nur im Gebäude natürlich falsch. Weißt du irgendwas? Kannst du mir was sagen? Fast alle Konkurrenten sind durch die Weapon umgekommen. Oh, ich war natürlich hier und hab gebüffelt. Die begehrte grüne Offiziersuniform ist jetzt fast in Reichweite. Wenn das denn eine größte Sorge ist, dann ja. Ja, okay, ansonsten sind die hier am Schlafen. Können sie ja machen. Und hier ist nichts mehr. Okay. Mau. Wobei, warte mal, nochmal zurück. Was war denn hier? Nein, ich wollte nicht wieder raus. Na, gehst du wohl da rein? Hier ist nichts. Was? Irgendwie nicht so wirklich. Doch! Hey, was ist mit dir? Die Rippen und der Meteor haben alle verscheucht. Aber ich sitze hier, betrunken wie immer. Wow. Ich würde diesen Laden gern dicht machen, aber wir müssen an die Stammgäste denken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tja. Da kann ich euch sonst auch nicht helfen. Ist hier sonst nichts mehr? Nee, irgendwie nicht. Dann nicht. Ah, Hilfe. Die Schranke funktioniert nicht mehr richtig, seit die Weapon sich daran zu schaffen gemacht hat. Tja. Du hast nichts Sinnvolles für mich auf jeden Fall. Nee, hier ist echt nur diese Einkaufsgasse. Ist natürlich gut, hier diese Gasse bzw. Einkaufsstraße zu haben, aber ansonsten... Was ist denn hiermit? Kann ich hier nochmal schön reins auswischen? Kann ich hier rein? Das sieht so aus, ja. Oh, wollte ich das? Weiß ich ja nicht. Kann ich mal zurück? Ja. Aber okay, es geht auf jeden Fall. Ich kann mich hier ganz frei bewegen nach Herzenslust und Laune. Was war denn hier hinten nochmal? War ich überhaupt jemals schon mal? Hallo. Unsere Streitkräfte sind dabei, die gesamte große Materie der Reaktoren in Coral und Fort Condor herbeizuschaffen.
Sobald die beiden Einsätze abgeschlossen sind, wird und dieser Unterwasserreaktor unser nächstes Ziel sein. Bis dahin gibt's nichts außer üben. Das heißt im Klartext, dass ich hier wahrscheinlich noch gar nicht hin darf, sondern ich muss wirklich als nächstes nach, da wo halt der Kondor ist. So klang es jedenfalls jetzt für mich. Hier kann ich auch wieder einsteigen in die Bahn, aber das will ich ja jetzt gar nicht. Was war hier? Noch eine Einkaufsstraße. Oder bin ich jetzt in der gleichen wie vorher? Nee, bin ich nicht. Hallo. Tut mir leid, ich habe beschlossen, dich zu machen. Alle Stammkunden wurden von der Weapon getötet. Sie waren alle ziemlich sonderbar, aber ich habe viele gute Erinnerungen. Oh je. Das ist schon echt krass. Die Weapons haben wirklich schon viel auf dem Gewissen, wie es aussieht. Wir haben die Preise nach dem Luxustarif erhöht. Möchtet ihr ein Zimmer? Vergiss es. Besucht uns bald wieder. Aber ich nehme sehr gerne den Speicherpunkt hier mal ganz kurz wahr. Blöd, wenn ich hier sonst noch gar nichts machen kann und nur jetzt Geld scheffeln muss und ein bisschen leveln muss weiterhin. Bitte tritt näher. Willkommen. Dankeschön. Ich habe weitere Mädchen angestellt, als ich hörte, die Welt ginge unter. Aber ich frage mich, ob das nicht ein Fehler war. Oh je. Ich gerate mehr und mehr in Schulden. Vielleicht habe ich Glück und die Weapon zerstört die Bank. Die Nagelkeule. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das für Cloud gut ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ach, für Yaffi hat er tatsächlich noch eine... Obwohl, ich habe die ihr nur nicht gegeben. Ich glaube, ich habe sie aber schon gekauft. Kauf, Süßer. Nein. Das ist doch ein Honigbienchen. Was machst du denn hier? Hey, vergiss den Meteor und die Weapon für einen Moment und mach ein paar spontane Einkäufe. Okay, die machen alle wirklich nur Werbung. Vielen Dank. Süß. Aber vielleicht später. Jetzt erstmal nicht. Was machst du denn hier? Warst du schon immer hier? Früher war ich bei Soldat. Letzte Zeit verspüre ich den Drang, mich so zu kleiden. Oh je. Ich weiß, dass es aus der Mode gekommen ist, aber... Das ist creepy. Hier gibt's nichts mehr. Aber dass er sich jetzt so kleidet, also das ist irgendwie echt verdammt creepy. Pass dann nur auf, dass du nicht auch demnächst stirbst, weil du irgendwie meinst, Sephiroth dienen zu müssen. Auf der anderen Seite war ja nichts, nee. Ach, ihr macht ja hier eure Pause, ne? Ich bemühe mich um Pflichtvergessenheit. Aber ich kriege den Dreh nicht raus. Es läuft einfach nicht richtig. Alle richtigen Soldaten wurden beim Kampf gegen Rappen getötet. Schon merkwürdig, dass Verlierer wie ich noch am Leben sind. Aber so ist es nun mal. Tja. Vielleicht ist es da wirklich ganz gut, sich in Pflichtvergessenheit zu üben. Hey Kumpel, was ist mit dir? Ich wurde entsandt, um beim Transport von Junons Riesenkanone Sister Ray zu helfen, aber jetzt sagt mir die Firma, ich soll nicht mehr zurückkommen. Behandelt Shinra seine Leute immer so? Tja, und das als Manager, das tut mir schon leid für dich. Aber so ist es nun mal. Das letzte noch überprüfen, was das hier ist. Aber hier war auch nur halt dieser Laden.
Die Weapon war ja echt geil. Ich habe zwar keine so starken Waffen, aber was die Auswahl betrifft, bin ich besser. Meinst du? Ja. Also mich konntest du da jetzt nicht für begeistern, aber leb deinen Traum, Junge. Leb einfach nur deinen Traum. Was ist denn mit dir, Kollege? Na, ein Hubschrauber-Taxi gibt's nur hier in Junon. Ach echt? Für Luftschiffen, Luftwaffenpersonal gratis. Na, wie wär's? Ich meine, wenn's gratis ist? Ich frag mich nur, wohin mich das dann bringt. Ich sag erstmal keinen Bedarf. Schreit einfach, wenn ihr einen braucht. Wenn ihr flugkrank werdet, solltet ihr es lassen. Na gut, aber ich beende hier auf jeden Fall erstmal den Part, denn der ist lang genug und weiß nicht, dann schauen wir mal, ob wir ein Lufttaxi brauchen oder nicht. Aber es scheint auf jeden Fall so, dass wir hier tatsächlich noch nichts groß machen können. Ach, Mensch. Und auf jeden Fall, ja, dann jetzt doch da das halt machen müssen mit dem Kondor. Aber das sehen wir dann. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part dann hier wieder. Und bis dann, macht's auf jeden Fall gut. Eure Vampi. Ciao.